fange jetzt mit einem Foto vom letzten Jahr, wo ich bei dir das Projekt verwirklicht habe, zum ersten Mal mit meiner Einzelausstellung. Und was man hier sieht, ist eine Arbeit auf einem Bildschirm vom Unternehmen Stroh, das im Stachuspassage in München. Diese digitale Malerei wurde parallel auch hier ausgestellt, im Digital Art Space auf demselben Monitor. Dank dir, Karin, und dank auch einem Raum, so einem Whitecube-Raum, ist es mir gelungen, tatsächlich diese hochwertigen Geräte als eine Fläche für ein Kunstwerk zu präsentieren. Darüber hinaus ist eine Idee von einer Kuratorin in Istanbul, Dr. Eski Bakçay, entwickelt worden ist, dass man eine digitale Galerie verwirklicht. Eine digitale Galerie, die ausschließlich Bildschirme im öffentlichen Raum, also Monitore im öffentlichen Raum in Anspruch nimmt. Und wir haben eine Gruppe gebildet, ja, von 5 Künstler aus München und 5 Künstler aus Istanbul. Und dank Unternehmen Stroh und dank auch MVG haben wir 10 Kunstwerke im Juli gezeigt. Jetzt in diesem Raum wollen wir auch zeigen, wie diese Ausstellung gelaufen ist und auch einem Monitor aus öffentlichem Raum, das zum Beispiel so ausgesehen hat im U-Bahn und dann so ausgesehen hat in der Galerie jetzt, oder jetzt wird es so aussieht. Ja, aussieht. Ja, vielen Dank, Alexi. Habt ihr als Künstler für diese Bildschirme extra die Kunstwerke konzipiert, oder? Die erste Voraussetzung natürlich ist ein Format. Ja. So, wir wussten vorher, mit welchen Monitoren, welche Größe wir zu tun haben. Also man sieht jetzt zum Beispiel, das war ein relativ kleiner Monitor, aber wir hatten auch von Unternehmen Stroh diese Infoscreens, die sind auch ziemlich groß. Mhm. Jeder wusste, dass man wird die Möglichkeit haben, sehr nah an den Monitor zu kommen, aber auch mit dem Abstand. Mhm. Ja. Genau, das war, glaube ich, am Anfang auch eine große Herausforderung, dass die Spots 10 Sekunden waren, sie, oder? Dass das einfach ein begrenzter Zeitraum ist und auch noch ein Absender und eine gewisse Information im Nachhinein auch noch transportiert werden wollte. Mhm. Und da haben wir eigentlich, glaube ich, die meiste Energie dann noch reingesteckt, dass es von der Kommunikation einfach gut funktioniert, dass es eine starke Fernwirkung hat, dass es klar ist, reduziert ist, nicht kompliziert ist, dass wirklich Leute am Vorübergehen sich das merken können, dass die URL für sich spricht, am besten eine Doppeldeutung hat, also dass man wirklich weiß, da kriegt man die Information und man kann es sich auch noch gleichzeitig sehr gut merken. Wie war das denn im Unterschied, nur kurz Interesse halber, die Künstler, die jetzt ja unterschiedliche Arbeiten zeigen, sind ja farbig, sagen wir es jetzt mal ganz auf so runterzubrechen. Deine Arbeiten waren ja schwarz-weiß. Es ist ja so, dass die Bildschirme ja unterschiedlich von der Farbgebung sind und von daher ist natürlich nicht immer das gleiche Rot, nicht immer das gleiche Blau erscheint. Sind die Unterschiede jetzt gravierend bei den anderen Künstlern? Und vor 2 Jahren, als das klar wurde, dass man das Projekt mit Stroh verwirklichen kann, beim Vorbeilaufen könnte ich feststellen, das sieht man hier vielleicht nicht, aber wenn man sieht, dann 5 Bildschirme nebeneinander, und zwar wenn sie vor allem weißen Hintergrund hatten, dann hat man sogar in diesem Kontrast sehen können, das Weiß kann wärmer, kälter, rötlicher oder gelblicher sein. Ja. Okay. Und ich habe diese Information auch an die Künstler weitergeleitet. Zum Beispiel im Fall von Daniel Geiger kann man sehen, dass er eine gewisse Farbraum entwickelt hat, ob das Projektion war oder eben ein kleiner Bildschirm von einem Metrowaggon, hat die Arbeit Wirkung gehabt. Zum Beispiel Veronika Wenger, sie hat mit dem grauen Hintergrund gearbeitet. Das war auch eine Lösung, wie geht man zum Beispiel mit Grau um? Und das hat man auch gesehen, dass das verschiedene Wirkung hatte.
wie jetzt im Fall von Dele Dosic und Thomas Rieger mit digitaler Collage oder auch im Fall von Gohong Kwan. Wobei bei dem Thema digitale Kunst bzw. digitale Bildwiedergabe muss man natürlich ganz klar sagen, seit es digitale Monitore gibt und vor allen Dingen auch seit es digitalen Film und digitale Fotografie gibt, ist das Thema Farbreferenz aus diesem Bereich eigentlich mehr oder weniger verschwunden. Weil Farbreferenz ist eine unglaublich aufwendige Geschichte. Das heißt also, wenn man tatsächlich Farbreferenz haben möchte, braucht man kalibrierte Systeme. Und das ist in der Menge der Systeme, die wir betreiben, aber auch der Systeme, die jeder zu Hause hat, also Fernseher, Monitore von Computern, von Laptops, gar nicht zu stemmen. Das heißt, ich denke, dass jeder, der sich heute mit dem Thema digitales Arbeiten, wie gesagt, Film, Fotografie, aber auch digitales Bild schaffen durch Werkzeuge wie Photoshop und was es da alles gibt, der muss sich dessen bewusst sein, dass Farbe relativ geworden ist, sowohl relativ hinsichtlich der Wiedergabe, der technischen Wiedergabe, aber ich denke inzwischen auch relativ hinsichtlich der menschlichen Wahrnehmung, weil die Leute es einfach gewohnt sind, dass sie im alltäglichen Leben, im Berufsalltag mit den verschiedensten Monitoren zu tun haben. Und ich denke, man macht sich vielleicht nicht unbedingt bewusst, aber das alltägliche Erleben wird einen gelehrt haben, dass wenn man zwei Bildschirme nebeneinander stehen hat, wie ich es jetzt zum Beispiel hier in meinem privaten Setting, dann ist ein Bildschirm von der Farbwiedergabe nicht dem anderen gleichzusetzen. Das heißt, ich denke, dass man in einem bestimmten Spektrum, was so technisch bestimmt ist, sich als Künstler im digitalen Raum damit arrangieren muss und ich denke auch wird. Also wir hatten jetzt nicht den Eindruck, dass du da besonders Schwierigkeiten damit hattest, Oleksiy. Auch wohl schwarz und weiß tatsächlich in unterschiedlichen Settings auf unterschiedlichen Monitoren tatsächlich nicht wirklich immer schwarz-weiß ist. Weil ein schwarzer Monitor gibt ja nicht schwarz wieder, sondern das ist einfach nur die nicht angeschalteten LED oder sonstigen Pixel und weiß ist die Farbmischung, je nachdem wie der Monitor eingestellt ist. Zusätzlich zur Umgebungsbeleuchtung. Also ich denke, dass das ein relativ gelerntes Phänomen ist bei den meisten Betrachtern und auch bei den meisten Produzenten. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt der digitalen Malerei, dass das, was ich jetzt mache auf dem Gerät, auf dem ich tatsächlich das verwirkliche, wird es, wenn das nicht auf dem Gerät präsentiert wird, kann ich das schwer beeinflussen. Wenn Farbsystem unterschiedlich werden oder Geräte einfach verschiedene Qualitäten haben. Das ist richtig, aber was Ähnliches gibt es bei der analogen Malerei natürlich auch. Wenn du in deinem Studio bei Kunstlicht malst, dann siehst du was anderes, als wenn du das Bild dann im Sonnenlicht ansiehst. Und je nachdem, selbst bei Tageslicht gibt es da ganz unterschiedliche Weißwerte. Je nachdem ist die Sonne klar, ist sie bedeckt, sogar von Region zu Region ist es unterschiedlich. Also diese Referenz, dass etwas immer so ist, wie es zu sein scheint, schließt sich mir persönlich selbst im analogen Bereich auch nicht wirklich. Es ist vielleicht reproduzierbarer, aber auch nicht hundertprozentig. Wenn ich zum Beispiel ein Leinwand habe, das 70 auf 80 ist, oder ich habe eine Wand, die 3 Meter auf 5 Meter ist, muss ich entsprechende Werkzeug dafür suchen, ja. Wenn ich jetzt über digitale Malerei denke, dann kann ich im Bereich von 5 bis 7 cm arbeiten, was später auf 20 Meter Wand ausgestrahlt wird. Vielleicht darf ich mal fragen, was so die Motive sind, sich der digitalen Malerei zuzuwenden. Und die Projekte sind ja hier digitale Malerei im Gegensatz zu schnell gesagt analogen. Was sind die Motive? Ja. Ich meine,
Und zwar interner als auch öffentlicher Art. Das sind ja zwei, ich meine, zu Hause kann man sich alle möglichen Motive zurechtmachen. Mit Hinsicht auf den öffentlichen Raum muss man dann andere Perspektiven einsetzen. Ja, also, was sind die Motive? Was mich persönlich fasziniert, ist Materie von einem Bildschirm. Wenn ich zum Beispiel nehme eine Materie vom Leinwand oder Papier oder Holz, hat es eine gewisse Qualität und das zwingt mich oft sozusagen darauf, eine Farbe zu bringen. Wie präsentiert man ein digitales Werk? Wo sind die Flächen dafür? Und ich habe tatsächlich für mich entdeckt, dass eine Präsentation vom digitalen Werk im öffentlichen Raum eine gewisse Kraft hat. Mhm. Und das hat mich fasziniert. Ich habe mich gefragt, kann ein Werk, das ich in meinem Atelier auf einem iPad verwirkliche, sich in öffentlichem Raum durchsetzen? Vielleicht ist es ein derzeit zeitgemäßes Medium, oder? Das empfehle ich auch so. Ja. Na ja, gut, wenn jetzt niemand was sagt, dann frage ich mal weiter. Ich meine, dann ist ja sozusagen, Sie haben hier in der U-Bahn zum Beispiel, haben Sie können wir das mal zeigen, irgendeins, genau hier. Da haben Sie sozusagen die Schrift, die Aufforderung, entweder aus- oder einzusteigen, ja. Und ich würde gerne wissen, was sozusagen der Unterschied zwischen diesen beiden Präsentationen sind, ja. Wie man die näher beschreiben oder sozusagen erfassen kann. Ich meine, da oben steht Elisabethplatz und das ist sozusagen eine, wie soll man sagen, definitive Information. Und der Fahrgast, der irgendwie bei Sinn ist, realisiert die Information und steigt ein oder steigt aus. Also das ist eine denotative Information, sage ich mal links. Ja? Das ist klar bezeichnet. Was ist da? Also eine klare Bezeichnung, rechts ist nicht, aber was ist da? Malerei. Ja, gut, das ist aber zu allgemein gesagt. Naja, dann ist das eine gute Malerei. Aha. Aber vielleicht muss man sich wirklich mal die Frage stellen, ich meine jetzt ganz was anderes, als Besucher ist man doch irritiert, wenn man hier einsteigt. Ja, genau, das ist aber ein Rezeptionsproblem. Ja, ja. 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 Hm. Aber das ist vielleicht ja auch. Aber das, was man will. Ja, ja, also, ja, aber ich changiert das auch 10-sekunden-mäßig? Genau. Ja. Na, das ist sowieso, ich meine, das ist erstmal ein Schock für die Aufmerksamkeit. Ja? Ich meine, da linke Hand weiß ich genau, was ich mit der Information anfangen kann, rechte Hand muss ich mir was zurecht machen. Das kann ich, die linke Seite lese ich denotativ, sage ich jetzt mal. Die rechte Seite, wenn ich lese, dann kann ich höchstens konnotativ. Ja, ja. Das liegt aber jetzt natürlich lesen an dieser Gestaltung der Bildschirme in. Also ich finde eigentlich einfacher aufzufassen ist es, oder überhaupt, sagen wir, für den Betrachter einfacher sind die großen Bildschirme natürlich ohne die zweiseitige Geschichte in der MVG. Da, mit ja, den Infos, oder? Ja, aber da changiert das ja auch bei den großen. Aber es steht 10, nicht nebeneinander, es kommt hintereinander. Oder? Ja, das stimmt. 10-sekunden-mäßig changiert ja auch. Also, und ich meine, man sieht irgendeine Werbung, ja. Ja. Und die Werbung, die hat ihren Erfüllungsort. Also, ich meine, ich gehe meinetwegen ins Kaufhaus. Ja, ja. Aber wo ist der metaphorische Ort? Dieser Zahlen, ja, also ich meine, das ist ja metaphorisch und nicht denotativ, ja.
Also deswegen haben wir einen Abspann. Also wir haben gleich danach, wird es ja eigentlich aufgelöst, worum es geht. Und wenn man mehr Informationen haben will, wird auch eine URL kommuniziert, dass man weiß, okay, mich interessiert dieses Thema, ich will wissen, was das war. Dann habe ich auch eine Anlaufstelle. Also ich werde nicht ganz allein gelassen. Ach so. Ich habe die Möglichkeit nachzugucken. Was war denn der Abspann? Wir kommen ganz kurz zu dem Abspann, aber ich möchte an diesem Beispiel nochmal zurück. Genau aus dem Grund wollte ich oder wollten wir die Geräte aus dem öffentlichen Raum in ein Weitcube bringen. Und ich meine, wir hatten Eröffnung vor ein paar Tagen. Da hat niemand gezweifelt, dass auf der rechten Seite von diesem Bildschirm ein Kunstwerk ist. Ja, war in der Galerie. Ja. Und dann zu kommt natürlich im öffentlichen Raum Abspann, und auf dem Abspann hat man eine Webseite gesehen, wo man die Informationen über das Projekt und über die Künstler nachlesen könnte. Ach so. Ja, aber ich meine, die Struktur dieser rechten Seite ist einfach eine andere als die der linken Seite. Genau. Und ich meine, die Struktur dieses Objekts ist eine andere als wenn ich irgendwo, ja, was wäre denn das, wenn ich irgendwo eine Schrift lese oder so, ja. Und dazu muss man ja was sagen. Und das kann nur, sage ich jetzt mal, etwas Metaphorisches sein, im Gegensatz zu dem Buchstäblichen auf der linken Seite. Das ist ja buchstäblich. Das ist die Amalienstraße, ich muss rausgehen. Ja. Und also der Kunstcharakter, um das mal ein bisschen hochgestochen zu sagen, ist irgendwie was Metaphorisches, oder nicht? Ich würde vielleicht auch sagen, dass es für unsere Sehgewohnheiten natürlich neu ist. Ja. Und also jetzt sind wir aber aus dem Bereich und beschäftigen uns damit, aber für andere Betrachter, die jetzt sich noch nie damit beschäftigt haben und steigen in die U-Bahn ein, also das wird eine Zeit dauern, bis sie sich irgendwie damit auseinandergesetzt haben, dann ist es aber in der Zwischenzeit schon wieder weg, weil eben die Sehgewohnheiten nicht vorhanden sind. Weil man nicht erwartet, dass man Kunst auf diesen Bildschirmen sieht. Nicht in dieser Form. Ja. Also wir haben auch kulturelle Beiträge und wir haben auch Kunstwerke, aber nicht in dieser Form. Genau. Ich meine, man könnte sich ja vorstellen, dass hier auf der rechten Seite statt ihres Objekts oder ihrer Zahlenreihe, darf ich das sagen? Nein? Ja, was denn da? Der Zahlenreihe. Malerei. Ja, aber digitale Malerei. Ja. Dass da ein Cézanne-Bild erscheint, ja. Statt dieses. Nein, eben nicht. Ja, gut, da würde man sagen, ja, gut, das. Wie haben Sie jetzt gemeint mit dem Cézanne? Ja, irgendwie ein Cézanne, ja. Statt dies ein 3-1-2. Sie meinen, weil man einen Cézanne erkennt? Nee, meine ich nicht. Sondern? Ich meine, da würde man fast denken, dass sozusagen in der Sequenz der Werbung, jetzt kommt auch ein schönes Bild und es ist eine Aufforderung, genau, das haben Sie richtig. Dahin zu fahren, ja, nach Aix-en-Provence oder so. Ja. Und ich meine, das kann man damit nicht machen, ja. Ja, genau, weil man kann ein Abbild dort vom Cézanne-Werk präsentieren. Mhm. Und das, was hier die Künstler gemacht haben, zeige ich es Ihnen nochmal, das sind digitale Werke, die mit digitalen Werkzeugen genau für dieses Format, also für diese Monitore, entwickelt worden waren. Das heißt, man kann ein analoges Werk von Cézanne abfotografieren und zu 16:9 Format zuschneiden und dort zeigen. Das wäre ein Abbild. Was hier passiert, ist, dass diese Künstler, auch ich, wir haben digitale Werke entwickelt,
mit digitalen Werkzeugen für den Format. Ja, aber gut, das hat trotzdem hat das, das digitale Werk ja irgendeine Bedeutung. Ja. Und die muss man sich ja irgendwie, müsste man, wenn man sozusagen nicht sofort wieder abgelenkt wird, zurechtlegen. Die Bedeutung der linken Seite ist klar, da weiß ich, ich muss eben dann und dann ausstehen. Aber was ist die Bedeutung dieser Zeichen, dieses Systems? Ja? Also, was ist die Bedeutung von Malerei? Was ist die Bedeutung von Zeichen? Was ist von Zeichnung? Was ist die Bedeutung von Wein? Ja, es kann nur irgendwas Metaphorisches sein, ja. Meinetwegen. Ich meine, da fällt es mir echt schwer, selber eine reinzulesen. Man muss ja irgendwas reinlesen, ja. Oder rauslesen. Oder einfach mit Augen trinken. Na gut, das sind gewisse Formkombinationen, die ihre Bedeutung in sich selber haben, also selbstzielig sind, ja, und nicht irgendwie verweisen auf etwas, so da musst du aussteigen und so weiter. Ja. Naja, die verweisen auf den Künstler, würde ich sagen. Was gut wäre, wenn gleichzeitig links eben nicht die... Ja. Das aber nicht. Diesen Zustand haben wir nicht bei das der MVG. Das ist die Herausforderung. Ja, genau. weil das wäre jetzt perfekt, wenn man links einfach stehen hätte, welcher Künstler. Die könnte man die Linie lassen. Die Linie. So? Ja, muss man sich ja jetzt auch einen Reim drauf machen, ja, wenn man das sieht. Mhm. Und was wäre das? Das ist eine schwarze Linie, das würde wirklich nicht hinreichen, wenn man das sagt. Das sehe ich auch so, aber muss man das sagen, wenn das gezeichnet ist? Ja, es hat doch wohl irgendeine Bedeutung, ja, und die müsste man rausfinden. Ja, aber das Thema Bedeutung bezieht sich auf die gesamte abstrakte Kunst. Also, was hat ein schwarzes Quadrat für eine Bedeutung, außer dass es ein schwarzes Quadrat ist? Kann ich mit Fug und Recht genauso fragen wie, was ist die schwarze Linie auf grauem Grund? Was ist das Blau von Yves Klein? Es ist einfach blau, es ist ein tolles Blau, aber es ist einfach erstmal nur blau. Ich denke, die Art und Weise der Reproduktion bzw. der Bildwiedergabe darf nicht dazu führen, dass man künstlerische Äußerungen weniger ernst nimmt, nur weil sie nicht auf stofflicher Basis existieren, wobei ein Monitor natürlich auch eine stoffliche Basis darstellt. Die Aussage an sich, glaube ich, muss man dafür in zwei Teilen loslösen. Es ist schon, was bedeutet die Linie? Klar, aber die Frage ist, sehe ich auch eher so wie du, Olexi, erstmal hinschauen, erstmal auf die Augen wirken lassen, erstmal mit den Sinnen das wahrzunehmen und dann in einer metaphorischen Ebene, da bin ich bei Ihnen, ist es tatsächlich auch so, dass die fehlende Stofflichkeit eines solchen Kunstwerks eine ganz andere Ebene aber noch eröffnet, nämlich die der unbegrenzten Reproduzierbarkeit, und zwar nicht Reproduzierbarkeit wie eine Fotografie, also quasi das Abbild eines Bildes, sondern das Bild als digitaler Datensatz, der auf jedem verfügbaren Monitor wiedergegeben werden kann, hat ja auch eine gewisse Eigenbedeutung. Diese Vielfalt, diese unendliche Vervielfältigung ist ein eigener Charakter dieser Werke. Das ist ja auch der alte Streit, Wie kuratiert man, wie hebt man digitale Werke auf? Ist es jetzt die Diskette, auf denen die gespeichert sind, also aus der frühen Phase? Ist es ein USB-Stick? Ist es ein niedergeschriebener Maschinencode? Also da kommt dann diese metaphorische Ebene schon wieder zum Tragen. Und wenn Sie in der U-Bahn das Bild mal genau anschauen, aber auch Bilder aus dem Stachus-Untergeschoss,
Da sieht man ja schon, dass man das Bild nicht nur einmal sieht, sondern in der U-Bahn ist ja in einer regelmäßigen Abfolge sind diese Monitore aufgehängt und die sind synchron geschalten. Das heißt, man sieht es nicht nur einmal, sondern man sieht es im Grunde genommen durch die ganze U-Bahn durch. Und ja, hier am Bahnhof, das ist, glaube ich, Hauptbahnhof, oder, Alexi? Ja, genau. Da hat man eine nicht unendliche, aber noch eine sehr häufige Wiederholung, die aber nicht dadurch bestimmt ist, dass man ein Abbild wiederholt, sondern das Bild ist ja auf jedem Monitor für sich selbst existent, weil es ein Datensatz ist, eine Abfolge von Nullen und Einsen und dort wiedergegeben wird. Gut, das ist jetzt eine sehr, sehr theoretische Einlassung dazu, aber ich denke, dass man das bei digitaler Kunst schon auch mitdenken muss. So wie ein Film, der früher im Kino einmal gezeigt wurde, an einem Kino mit einem Projektionsapparat, wenn Sie das Gleiche heute über Netflix oder andere Kanäle streamen, dann kann der teilweise gleichzeitig hunderttausendfach gezeigt werden und gibt ihm damit auch wieder eine andere Qualität, weil die Wirkung des Films auf Menschen ist dann eben nicht nur begrenzt auf 50 Besucher im Kino, sondern kann gleichzeitig eine sehr, sehr hohe Anzahl von Menschen treffen. Wie gesagt, das sind alles so rudimentäre Gedanken zu dem Thema, aber ich denke, dass man das bei digitaler Kunst schon mitdenken sollte und einfach mit im Hinterkopf haben, dass das dementsprechend was anderes ist als das Abbild. Was ich auch ein sehr gutes Beispiel fand, Alexi, mit dem Foto von einem analogen Kunstwerk, ist für mich tatsächlich was anderes als ein digitales, genuines Kunstwerk. Ich fand es ganz interessant, dass eigentlich, wenn man darüber spricht, über die Reproduzierbarkeit, hast du einen schönen Gedanken aufgeworfen, weil man ja eigentlich sagen würde oder sich die Frage stellt, geht dabei nach Benjamin die Aura verloren? Und wir sprechen auch von dieser Unterscheidung von einem Abbild oder Werbung oder Information zu einem Kunstwerk. Ich habe tatsächlich mehrere Rückmeldungen bekommen, wo die Leute gesagt haben, die sind diese Einkaufspassagen oder Bahnhöfe seit Jahren gelaufen und haben nie richtig diese Flut von Bildinformationen wahrgenommen. Sie haben zu mir gesagt, dass seitdem wir haben dein Kunstwerk entdeckt und jetzt sehen wir diese Bildschirme da. Jetzt haben die sie wahrgenommen, weil man muss schon sagen, dass eine gewisse Gewalt der Bilder, was im Alltag herrscht, schafft, dass viele eine Art Distanz aufbauen. Und ich denke schon, dass man die Fläche, eine digitale Fläche, als eine Fläche für ein Kunstwerk wahrnimmt, ist etwas, was auch eine neue Dimension, eine neue Wirkung für digitale Monitore in öffentlichem Raum gibt, finde ich. Sowohl an denen, wo man nur die Fläche sieht und es steht Inhalt oder Content nacheinander, als auch bei denen, wo man nacheinander und nebeneinander hat, mit metaphysischen Inhalten. Mit metaphysischen Inhalten? Ja, bitte. Man darf auch nicht unterschätzen, natürlich Leute, die täglich U-Bahn fahren, die sehen das auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht wieder beim Heimfahren und das dann jeden Tag, das hat ja auch wieder eine gewisse Frequenz. Und vielleicht wird es nicht beim ersten Mal wahrgenommen, aber vielleicht auch nicht beim 10. Mal, aber vielleicht dann beim 11. Mal und man macht sich dann Gedanken und dann, das ist ja auch schon eine Wirkung. Oder? Auf jeden Fall. Also natürlich, man kann von einem Kunstwerk stehen und sich darin verlieren und es ganz genau analysieren. Hier hat man wahrscheinlich einen anderen Effekt, der passiert. Natürlich, die Zeit ist begrenzt und deswegen ist es umso wichtiger, wie man sie nutzt. Im Gegenzug dazu bin ich in der Galerie, ich begrüße einen Gast, ich stelle ihm die Arbeiten vor, ich spreche über den Künstler, ich zeige ihm das Werk. Er kann 2 Stunden sitzen oder nur 10 Minuten. Das sind ja ganz andere Faktoren, die eine Rolle spielen, um jetzt das Bild
auf dem Bildschirm von Steuer zu präsentieren mit diesem minimalistischen Content, weil man kann auch nicht mehr bringen, sonst überflutet man ja die Betrachter. Also das ist schon schwierig, finde ich, also das überhaupt. Ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, 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 ja. Es sind über 1800 Monitore gewesen in München, die gleichzeitig diese Kampagne ausgestrahlt haben. Aber das ist das, was auch Freude und Spaß macht. Also ich finde es klasse, dass es einfach im öffentlichen Raum ist auf jeden Fall Platz für sowas. Und wir fördern ja auch Kultur und zeigen natürlich auch schon, bei uns gab es das Bild des Tages und unterschiedliche Themen, wie wir vielleicht auch Kunst ein bisschen näher bringen wollten. Aber das war schon ein sehr besonderes Projekt, einfach auch mit dieser Frequenz, mit dieser hohen. Und ich finde es klasse, dass sowas gemischt wird mit Werbung und einfach im öffentlichen Raum, dass da einfach mehr Berührung stattfindet. Das ist sonst, ist es ja wirklich ein sehr kleiner Bereich, der muss sich dafür interessieren, der muss auch wirklich dorthin gehen und sagen, ich nehme mir die Zeit und ich gehe in eine Galerie. Jetzt ist es hier, ist es genau andersrum. Also hier ist es so, dass die Kunst zu den Betrachtern kommt und wenn jemand Interesse hat, dann wird es auch funktionieren und er kann sich noch mehr holen, wenn er will. Deswegen das finde ich einen entscheidenden Faktor, mit dem das Kunst im öffentlichen Raum stattfindet, passiert. Und das dem Betrachter quasi eben schon so wie der Fernsehbildschirm im Wohnzimmer es stattfindet, weil es ja extrem schwierig ist, Besucher in Museen zu bekommen. Und es gibt ja Programme, was macht man denn, um auch irgendwie jüngere Generationen zu bekommen und nicht nur quasi ein älteres Publikum, was sowieso ins Konzert und ins Museum geht. Aber das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Deswegen appelliere ich, dass wir da mehr machen können die nächsten Jahre und solche Projekte starten, weil das sehe ich auch als einen wichtigen Punkt, dass man diese Bildschirme dann auch nutzt, um einen Content wie eben Arbeiten von Künstlern zu zeigen, das ermöglicht. Das finde ich, wäre wirklich sehr wichtig. Hier würde ich auch gerne nochmal einhaken, weil es tatsächlich so ist, dass deine Arbeiten, Oleksi, durch diese Form der Verbreitung natürlich für eine gewisse Zeit, als die Aktion gelaufen ist, die Chance einer exorbitanten Reichweite gehabt haben. Das heißt also, in diesen 2 Wochen, glaube ich, war ja der Zeitraum, war die Chance, Kontakt mit so unglaublich vielen Leuten wahrzunehmen, und zwar Leuten aller Altersgruppen, aller Sozialgruppen, aller Bildungsschichten, was bei einem normalen Ausstellen in einer Galerie so oder auch in einem Museum nie sichergestellt ist. Natürlich wird es bei vielen Leuten vorbeigegangen sein, aber dadurch, dass du ja diesen Abbinder hinten hattest, diese Weiterleitung, diese Chance, wenn sich jemand davon angesprochen gefühlt hat, vielleicht auch nach mehrfachem Kontakt, irgendwann mal so neugierig geworden ist, dass er einfach wissen wollte, was ist das, was will mir das sagen, von wem stammt es eigentlich, dann gab es die Chance, sich dann auch wirklich weitergehend damit auseinanderzusetzen. Und dieses Thema Reichweite, und das sind Kontakte täglich in München, die gehen in die, also in München selbst, glaube ich, es dürfte an die Million potenzieller Kontakte sein. Weil du hast die Anzahl der Monitore genannt, die Anzahl derer, die jeden Tag im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind, ist wirklich sehr, sehr groß, mehrfach, morgens, abends, mittags. Und das ist schon auch eine Qualität, die eigentlich nur aus dieser Kombination Kunst und unseren Medien oder anderen Medien im öffentlichen Raum tatsächlich so stattfinden kann. Und ich weiß nicht, ob ihr irgendwie an den Klicks eurer Webseite oder du an den Klicks deiner Webseite bei der Aktion irgendwie feststellen konntet, wie viel oder feststellen wolltet, ob ihr das getrackt habt, wie viele Leute dann auf diese Webseite gegangen sind. Das wäre natürlich auch ganz interessant. Aber du hattest ja persönlich Erfahrungen damit, mit deinen Bekannten, die dir gesagt haben, sie haben die Monitore erst dadurch wahrgenommen. Also es passiert da schon was. Das, glaube ich, ist eine tolle Sache. Sollten wir wirklich auch weitermachen.
Wir haben in den ersten 3 oder 4 Stunden so viele Klicks wie in einem Jahr nicht. Das war bei der Rhythm Section Seite. Ja. Bei meiner Seite war das ähnlich, vielleicht in einem Tag oder ein paar Tagen. Ich habe selber gesehen, als ich unterwegs war, dass ein Passagier hatte vor einem Zug gewartet und ich habe nicht gesehen, von wem war gerade jetzt die Arbeit, nur die Webseite Rhythm Section, und dann hat er gleich angegeben in seinem Telefon und hat recherchiert darüber. Ja. Ich finde, es ist eine zeitgenössische Art, Kunst zu präsentieren. Es ist eine zeitgenössische Art, an Betrachter zu kommen. Wir sind froh, dass es schon zum 2. Mal verwirklicht worden ist. Und wir hoffen, dass es nicht das letzte Mal wird, sondern dass es expandieren wird. Und nochmal herzlichen Dank für eure Unterstützung, aber auch eurem Unternehmen. Auch danke für Digital Art Space und Karin. Danke Ihnen für Ihre Zeit. Und ich bin stolz, dass das verwirklicht worden ist. Uns hat es auch Spaß gemacht.